Hey Leute, herzlich willkommen zurück hier auf dem Videospielplatz. Das Jahr neigt sich dem Ende und da ist es doch für uns alle an der Zeit, mal so ein bisschen Revue passieren zu lassen, welche Games uns denn dieses Jahr so richtig gerockt haben. Also was sind meine Top-Games des Jahres 2020, des bekackten Jahres 2020 gewesen? Und ja, welche das sind und warum die das sind, das seht ihr gleich nach dem Intro. Und wir steigen auch direkt ein, indem ich euch kurz über die Regeln informiere, denn es sind meine Regeln, das sind meine Games des Jahres und deswegen nehme ich nicht nur Games, die dieses Jahr erschienen sind, sondern ich habe mich heute den ganzen Tag so ein bisschen gedanklich damit beschäftigt, mit welchen Games hatte ich dieses Jahr wirklich, wirklich viel Spaß, welche Games habe ich sehr, sehr gerne gespielt, an welche Games sind mir sofort ins Gedächtnis gesprungen, als ich überlegt habe, was hat mir dieses Jahr richtig Bock gemacht. Und naheliegenderweise sind natürlich ein paar von den Games, die ich vor kurzem erst gespielt habe. Aber wenn ich mal ein bisschen länger zurück überlege, dann fällt mir als allererstes ein, so um die Jahresmitte, ich glaube im April ist es rausgekommen oder war es Juni, ich weiß es gar nicht mehr. Wie immer habe ich natürlich keine Fakten recherchiert, aber das Remake von Final Fantasy VII, das hat mich richtig begeistert. Das fand ich total geil und ich freue mich wahnsinnig, wenn der zweite Teil von Final Fantasy VII Remake rauskommt. Ich hatte, wenn ich mich nicht ganz schwer täusche, so circa 25 Stunden Spaß mit dem Ganzen. Hab die Story einmal auf dem normalen Schwierigkeitsgrad, wenn ich mich nicht ganz schwer täusche, durchgespielt und war von Präsentation, Story, Liebe zum Detail, Gameplay etc., Musik und alles drumherum fand ich absolut großartig. Und ja, Final Fantasy VII, das Remake, wer das nicht gezockt hat, der sollte das auf jeden Fall nachholen. Das nächste Spiel, was mir einfällt, wenn ich ein bisschen länger zurückdenke, ist was, das ich mit euch zusammengespielt habe, und zwar Mega Man X und im gleichen Atemzug auch Super Metroid. Das sind ja die beiden ersten Super Nintendo Spiele, die ich im Stream mit euch zusammen quasi als Bildungslücken schließen gemeinsam durchgezockt habe. Und wenn ich daran zurückdenke, gab es da doch ein paar Momente, die nicht nur für mich für Frust und Lachen gesorgt haben, sondern hoffentlich auch euch so ein bisschen entertained haben. Und auch wenn Super Metroid und Mega Man X natürlich keine brandneuen Games sind, aber hallo Alter, die sind wirklich, wirklich gut gealtert. Und wer Bock auf richtig gute Spiele hat und ein Super Nintendo hat, der sollte sich auf jeden Fall Super Metroid und Mega Man X mal angucken. Wer keinen Bock hat, selber zu spielen, die Streams sind online, könnt ihr euch angucken. Ein anderes Pixel-Art-Spiel, an das ich sehr, sehr gerne zurückdenke, was dieses Jahr erschienen ist, mit dem ich wirklich viel Spaß hatte, ist Bloodstained Curse of the Moon 2. Auch das habe ich gemeinsam mit euch im Stream zumindest mal den ersten Durchgang auf dem Einsteiger-Schwierigkeitsgrad durchgespielt. Da gibt es natürlich noch viel, viel mehr zu tun. Und das habe ich auch vor, mir immer mal wieder vorzunehmen, bin aber tatsächlich irgendwie aufgrund von, was weiß ich, nicht dazu gekommen. Ihr kennt das sicher alle. Manchmal will man ein Spiel einfach mehrfach zocken, aber dann kommt so viel anderen Kram dazwischen und man hat einfach keine Zeit. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn, Bloodstained Curse of the Moon 2 hat die, ich glaube, 20 Euro, die es damals gekostet hat, oder waren es 15, ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall mehr als wieder reingeholt in Sachen Spielspaß und ist für mich sogar noch besser als der erste Teil. Der nächste Titel, der auf meiner müsst ihr eigentlich gespielt haben, Leute, was ist los mit euch, Liste für 2020 steht, ist Gottverdammt Streets of Rage 4. Auch an der Stelle nochmal schönen Gruß an den Timo, der das wahrscheinlich bis heute nicht gespielt hat und da absolut konträrer Meinung ist zu mir, finde ich ja lustig. Wir verstehen uns, also Timo Schuren vom Kanal Videogems, wir sind erstaunlich oft gleicher und erstaunlich oft sehr gegensätzlicher Meinung und verstehen uns, glaube ich, gerade deswegen sehr, sehr gut. Und Streets of Rage 4, da sind wir beide entgegengesetzter Meinung. Also ich liebe das Ding und er findet es grottenschlecht. Ich hatte eigentlich gehofft, mit ihm mal zusammen zocken zu können, aber vielleicht kriege ich ihn irgendwann noch dazu überredet. Die Einladung steht, mein lieber Timo. Streets of Rage 4, 1,5 Jahre habe ich
mich drauf gefreut, nachdem die erste Ankündigung kam. Drauf gehofft habe ich im Prinzip seit der 16-Bit-Zeit, dass es ein neues Streets of Rage gibt, das dem Namen gerecht wird. Und ich finde Streets of Rage 4 mega geil. Ich habe es auf PlayStation gekauft und auf Switch gekauft. Und dank dem Game Pass kann ich sogar jetzt auf Xbox zocken und habe es auch auf meiner Series S hier unten im Büro installiert. Und Streets of Rage 4 finde ich einfach hammergeil und das beste Beat'em-up, was seit Jahren erschienen ist. Nicht ganz so begeistert war ich zum Beispiel vom neuen Battletoads. Das hat mir nicht so gefallen, da fand ich Streets of Rage um Längen, Längen besser. Außerdem auch ein Spiel, was ihr hier auf dem Kanal gesehen habt, was aber für den größten Teil von euch wahrscheinlich irrelevant ist, ist Total Extreme Wrestling 2020. Dieses Wrestling-Manager-Spiel, das habe ich auch lange als Let's Play gezeigt. Da hat mich jetzt so nach einem guten halben Jahr die Motivation so ein bisschen verlassen. Das habe ich fast täglich gespielt, die ganze Zeit über. Jetzt ist mal so ein bisschen Pause angesagt, aber die Phase wird auch wieder kommen, wo ich das auch wieder viel, viel zocken werde. Ob ich da nochmal Videos zu mache, weiß ich nicht. Aber auch das hat mich dieses Jahr sehr, sehr begeistert. Ich habe übrigens gar nicht mitgezählt, wie viele Games es sind. Ich hatte eigentlich überlegt, eine Top 5 zu machen und dann habe ich aufgehört zu zählen. Also scheiß drauf. Ja, aber Total Extreme Wrestling 2020, die nächste Version wird wahrscheinlich dann erst 2024 kommen. Die haben meistens so einen 4-5 Jahresrhythmus. Bis dahin muss das Ding auf jeden Fall noch herhalten und das wird es. Ja, an Wrestling-Spielen kam ansonsten dieses Jahr meiner Meinung nach nichts, was der Rede wert wäre. Denn WWE Battlegrounds hatte ich mir bei Amazon für 15 Euro bestellt, habe es eine Dreiviertelstunde oder so gespielt und habe es danach wieder eingetütet und zurückgeschickt. Katastrophe, Katastrophe. Mir tut jeder leid, der da zum Release die 40 Euro für bezahlt hat, die dafür haben wollten. Das ist ein ganz, ganz übler Cash-Grab und jede Menge Pay-to-Win-Scheiße drin oder da ist egal. Müssen wir gar nicht drüber reden. Kacke. Ja, die meisten anderen Games, die ich euch jetzt erzählen werde, sind Games, über die ich in meinem letzten Video auch schon gesprochen habe, weil die sind vor kurzem erst rausgekommen. Mein absolutes Highlight des Jahres ist Miles Morales für die PS5. Das hat mich richtig, richtig weggebammt. Das finde ich super geil und ich freue mich schon drauf, das nochmal zu spielen, wenn ich dann auch meine eigene PS5 dann irgendwann kriege. Da werde ich auf jeden Fall mir Miles Morales nochmal auf den Zahn legen und da werde ich dann auch Platin machen. Mache ich ja normalerweise nicht, aber in Spider-Man wird das passieren. Ansonsten kontrovers, momentan in aller Munde und nicht im besten Lichte stehend, Cyberpunk 2077. Ich war ja lange Zeit hin und her gerissen, ob ich mir CD Projekt Reds dystopisches Zukunfts-RPG aus der Ego-Perspektive, was ich ja eigentlich überhaupt nicht leiden kann, holen soll oder nicht. Es gab Phasen, da konnte ich es kaum erwarten. Dann gab es Phasen, da dachte ich mir, nee, das spielst du sowieso nicht durch, also kaufst dir einfach nicht. Und dann gab es wieder Phasen, wo ich mir denke, boah, fuck, das ist schon echt richtig geil. Und ich habe es dann gekauft, ich habe es digital für die Xbox-Konsolen-Familie gekauft und muss dazu sagen, ich habe es nie auf der One gespielt, ich habe es auf keiner PlayStation gespielt, ich kenne es nur auf der Series S und auf der Series X und ich muss sagen, ich habe nichts von all dem, was kritisiert wird, bisher selbst festgestellt. Ich hatte genau einen Crash, wo meine Xbox ins Hauptmenü zurückgesprungen ist, einen einzigen und das kann auch bei jedem anderen Spiel passieren. Ich kenne natürlich die ganze Berichterstattung darüber, was in dem Spiel alles nicht funktioniert. Gerade jetzt, heute oder gestern, hat Sony das Teil sogar aus dem Store genommen und bietet Leuten Erstattungen an für die PS4-Version, die ja wohl ganz, ganz übel bekackt sein muss. Und es tut mir wirklich, wirklich leid. Und ja, vielleicht hätte CD Projekt Red das Ding einfach nochmal verschieben sollen. Und auch diese Interviews, die da jetzt rauskommen mit, ja, uns waren da manche Probleme nicht bewusst. Das Bullshit, wenn du mich fragst. Ja, als Entwickler kann dir nicht bewusst sein, dass es auf der Plattform, die die größte Verbreitung hat, nämlich PS4 Standard und PS4 Pro, einfach kacke läuft. Kannst du mir nicht erzählen. Ist mir aber auch egal, weil ich kann das Ding ja auf der starken Series X spielen und da läuft das butterweich, ohne Probleme. Ich habe keine Grafikbugs, ich habe keine groben KI-Aussetzer oder so. Ich habe keine poppenden Texturen oder weiß der Geier gar nichts. Das läuft einfach flüssig, das läuft geil, das sieht geil aus. Und das, was mich so mega begeistert an dem Spiel, ist die unfassbar dichte Atmosphäre von Night City und allem, was dazugehört.
Ihr wisst, ich bin kein Fan von Spielen in Ego-Perspektive, weil ich mich mit meinem Charakter da nicht gut identifizieren kann. Aber die ganzen Figuren, mit denen man interagiert, sei es jetzt Jackie im Intro-Teil des Spieles oder später dann Johnny Silverhand und die ganzen Fixer, von denen man die Aufträge kriegt, die sind alle so gut kreiert und haben alle so viel Persönlichkeit, dass es einfach mega Spaß macht, in dieser Welt abzutauchen. Und seit Cyberpunk draußen ist, habe ich außer Cyberpunk nur noch ein anderes Spiel gespielt die ganze Zeit. Aber auch nur, weil ich sowieso dann am PC sitze tagsüber manchmal und dann in der Mittagspause mal kurz das Ganze anwerfe oder so, während ich Cyberpunk meistens oben im Wohnzimmer auf der Series X spiele. Denn, jetzt muss ich nochmal ganz kurz zurückrollen, auf der Series S, also bei Cyberpunk merkt man den Unterschied zwischen der Series X und der Series S. Das sieht auf der Series S immer noch gut aus und läuft auch vernünftig, aber auf der Series S habe ich den ein oder anderen Texturfehler tatsächlich feststellen können, während das auf der Series X überhaupt gar nicht der Fall ist. Ich empfehle aber, von diesen ganzen Grafikeinstellungen, die man da hat, außer Lens Flare habe ich alles deaktiviert. Ich habe Motion Blur deaktiviert, ich habe Field of Death deaktiviert, ich habe Film Grain deaktiviert und da gibt es noch irgendwas, das habe ich alles deaktiviert und ich finde, damit sieht das Spiel um Längen besser aus als mit diesen ganzen Funktionen. Und ich glaube, das kann sogar, wie bei vielen PC-Games, je nachdem welche Hardware man hat, wenn man die Details runterschraubt, für noch ein flüssigeres Spielerlebnis sorgen. Und ich spiele im Performance-Mode. Also ich spiele nicht im Grafik-Mode, weil mir ist 60 Frames oder was auch immer das für eine Framerate hat, wichtiger als ein paar Details mehr. Der Unterschied 30 zu 60, das, meine Augen machen das einfach nicht mehr mit. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann kaum noch was spielen, was nicht in 60 Frames läuft. Das sieht für mich wie Standbilder aus. Das ist katastrophal. Jedenfalls, Cyberpunk wird dem Hype, den das Spiel im Vorfeld erzeugt hat, über Jahre hinweg wahrscheinlich nicht gerecht, weil der Hype einfach total überzogen hoch ist. Es ist vielleicht zum Release-Zeitpunkt in einem schlechteren Zustand, als es The Witcher 3 damals war, was aber auch nicht ohne seine Fehler ausgeliefert wurde. Aber es ist definitiv ein Contender für Game of the Year. Spiele, zu denen ich nicht sagen kann, weil ich die nicht gespielt habe, die wahrscheinlich der ein oder andere von euch in seiner Liste haben dürfte, sind Ghosts of Tsushima und The Last of Us 2. Die habe ich beide ausgelassen, da kann ich nichts zu sagen. Assassin's Creed Valhalla ist okay, stinkt aber im Vergleich zu allem, was ich gerade genannt habe, für mich persönlich total ab. Und ja, ansonsten ist jetzt für Next Gen so viel noch nicht gewesen. Demon's Souls habe ich noch nicht spielen können. Das liegt zwar immer noch hier rum, aber ich konnte es noch nicht zocken. Und das letzte Spiel, was mich dieses Jahr ziemlich geflasht hat und so ein bisschen die Liebe für das Game wieder ein bisschen nach oben gepusht hat, ist, der ein oder andere wird es sich vielleicht denken können, World of Warcraft. Die Shadowlands-Erweiterung hat so viele für mich positive Veränderungen mitgebracht, die dafür sorgen, dass ich wirklich gerne wieder WoW spiele und auch gerne mit meiner Frau zusammen, also mit der guten Flo, zusammen WoW spiele. Wir haben jetzt schon zusammen einen Druiden jeweils, also beide einen Druiden auf 50 gelevelt, haben jetzt gerade, sie spielt einen Shadow Priest und ich einen Paladin und sind jetzt gerade auf der Broken Shore und machen da die Questline für die Klassenreittiere. Sie hat Shadowlands, das Add-on, noch nicht gekauft, deswegen ist bei ihr bei 50 Schluss. Und wir versuchen jetzt für sie da erstmal die ganzen befreundeten Völker und so weiter frei zu spielen, weil sie gerne Zandalari-Trolle und Kul'Tiran-Menschen spielen will und so. Und das macht richtig, richtig Laune. Und wenn ich nicht mit meiner Frau zusammenspiele und WoW spiele, dann bin ich gerade meine Lieblingsfiguren, die ich so habe, also mein Warlock und mein Warrior am Hochspielen, mein Krieger, den spiele ich momentan auf Arms und mein Covenant ist Revendreth. Weil dieser Execute-Spell, der, was ist das jetzt, Condemned heißt das, Verurteilung, den finde ich richtig geil und der Arms-Warrior macht mir wieder richtig Laune, während ich den in den letzten Add-ons eher langweilig fand im Vergleich zu Fury. Und bei meinem Warlock, Affliction ist geil, aber ich habe momentan total Spaß an Dämonologie. Den habe ich jetzt auf 59, also da fehlt nicht mehr viel, dann ist der auch 60, aber mit dem ist mein Hauptziel auch erstmal in Legion die, ähm,
das Klassenmount noch freizuspielen, weil das finde ich auch ziemlich geil und das habe ich damals nicht geholt mit dem und da bin ich gerade noch dran. Welchen Covenant ich mit dem nehme, weiß ich noch nicht, weil für den Warlock fand ich die irgendwie alle nicht so prall, aber das ist für die meisten von euch wahrscheinlich auch spanisches Gequassel oder wie man so schön sagt, ne? Ja, ansonsten Leute, das waren meine Games des Jahres. Was sind denn eure Spiele, die euch dieses Jahr in den letzten Monaten, in den letzten 12 so richtig gefesselt haben, so richtig begeistert haben? Lasst mir das gerne in den Kommentaren wissen und an meine Kollegen, hey, macht doch einfach ein Antwortvideo da draußen, ne? Ansonsten wünsche ich euch alle schöne Feiertage, denn Weihnachten steht vor der Tür. Lasst euch reich beschenken. Verbringt die Zeit mit den Liebsten, mit denen ihr euch treffen dürft, dank dieser immer noch andauernden blöden Pandemie-Geschichte. Und ich hoffe, wir sehen uns alle im nächsten Jahr wieder. Und Spoiler-Alarm, die Pixelpapels und ich haben am 27.12. ein kleines Date für ein neues Format, das ihr wahrscheinlich demnächst dann öfter mal sonntags hier auf dem Kanal zu sehen bekommt. Ich sage nur Sonntalk. Manchmal live, manchmal aus der Dose. Das war's von mir. Bis dann. Bye, bye.